Ja, wenn ich da so in die Runde schaue, ich sehe Motorsportler und ich glaube, das ist der richtige Abend, Motortag 2023. Wir beenden die Saison mit richtigen, tollen Gästen heute hier. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Der Wolfgang hat vor wenigen Tagen zu mir gesagt gehabt, Dietmar, wir müssen etwas machen im Motorsport. Wir machen am Motortag bei mir da im Autohaus. Organisiert es mit meinem Burm und mit dem Daniel. Daniel, Benni, ich muss einmal recht herzlichen Dank sagen an euch. Ich habe es super organisiert. Dann möchte ich bitten, dass der Wolfgang und der Martin zu mir rauskommen und die Gäste begrüßen, die Gesichter des Autohaus Strassers. Wolfgang Wurm und der Martin Ungericht. Tolle Geschichte heute hier bei dir im Haus. Wolfgang, du hast vor wenigen Tagen gesagt, wir müssen das noch organisieren. Und man sieht, das Haus hat sich gefüllt. Ja, an sich habe ich nicht damit gerechnet, dass es zu schaffen ist und speziell also solch hochkarätige Gäste zu haben. Tolle Sache. Gratuliere dir. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns auch, dass ihr alle gekommen seid heute hier. Und wenn man schaut, die sind vom Oberland, vom Außerfern, vom Zillertal, vom Unterland. Sie sind alle gekommen. Martin, du als Geschäftsführer hier im Autohaus bist für die Technik zuständig. Und viele von diesen Sportlern brauchen die Technik. Was kannst du denen mitgeben? Ich meine, denen brauche ich nicht viel mitgeben. Die haben, glaube ich, eher ein Handwerk im Griff. Also ist ein bisschen anders als wir bei uns bei den, in Anführungszeichen, normalen Autos. Aber ist ja sicher eine tolle Geschichte. Also wenn ich da sicher ein paar Gesichter kennt man ja. Muss man sich schon dem vielleicht wehmütig zurückgeschaut, dass es keine Werbergrenner mehr gibt, dass es keine Renner mehr bei der Krimlenden gibt. Richtig schade, dass wir da die halbe Welt ausreißen müssen, dass du sowas siehst. Also wenn ich da sehe, da glaube ich, zeigt die mehr dann auf, wenn man sagt, ein Heuer ist wieder der nächste, ist wieder ein Werbergrenner. Aber leider ist es halt einmal nicht mehr so. Also ich sage, Berg, dass so viele Leute da sind und danke fürs Organisieren. Gerne, Wolfgang, du bist selber Motorsport-Fan. Was begeistert dich am Motorsport so? Ja, was begeistert mich? Irgendwo natürlich die Technik, ganz klar. Die Geschwindigkeit und die Leute, also die imstande sind, diese Technik zu beherrschen. Und das an der Grenze, also das ist erstaunlich. Wenn man halt schaut, wie die Buben mit solchen Geräten auf Rundstrecken fahren, oder ist ja ganz gleich jetzt, ob es Rallye-Piloten sind, Motocross, erstaunlich. Ja, es ist ganz erstaunlich, wenn man da sieht, dass 15-jähriger Junge, den werden wir jetzt nachher gleich herausholen, der wird uns das Motorrad erklären und uns berichten, was er 2023 geleistet hat. Ja, Martin, ein tolles Autohaus habt ihr da, ihr vertreibt die Marken. VW, Audi, Seat, Skoda, also Cupra jetzt dabei. Ja, eigentlich die fast die ganze VW-Palette, die im normalen Straßenverkehr ist, betreuen wir eigentlich. Ja, wenn ich das sagen darf, wir haben da einen Kapazunder da, der was die R-Linie und die R-Produkte und damals weltweit auch global zuständig war für das Zubehör im VW und im VW Motorsport-Chef, der was den Roger zum Weltmeister gemacht hat. Capito Jost haben wir heute hier. Es ist gewaltig, ich kenne ihn zwar leider nicht, aber wir werden ihn vielleicht noch kennenlernen. Ist natürlich super, dass man solche Kapazunder da zu uns her ins Autohaus bringt. Ich denke, dass das einen Applaus verdient hat, dass er so eine Größe den Weg zu uns gefunden hat. Danke sehr. Den Benni herausbitten und den Daniel, die waren verantwortlich und die haben gesagt, wir ziehen das durch und machen heute da bei uns im Autohaus Strasser diese Organisation, die Veranstaltung. Und ich muss sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wieder jemanden haben, der was im Motorsport zusätzlich hier im Unterinter, weil ich kann mich erinnern, als junger Bub, Strass war immer der Knotenpunkt und man hat sich immer im Café Zillertal getroffen. Da war ich noch so ein kleiner Bub, die Zillertaler sind rausgekommen, die Jochenkircher, und nachher ist man gemeinsam zu den Eisrennen Skiern gefahren. So soll es wieder sein. Und wenn ich da schaue durch die Runde, sind so viele Piloten da, die was im Winter auf Eisrennen und Skiering und Slalom in der Tiroler Meisterschaft mit dabei sind am Berg. Und natürlich, es ist wichtig, dass wir in Zukunft wieder den Motorsport beleben in Tirol. Wie schon der Martin angesprochen hat, vielleicht gelingt es uns wieder, den Wehrberg irgendwie zu organisieren oder irgendwo anders ein Bergrennen in Tirol zu machen. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Benni, danke vielmals, dass du da mitorganisiert hast. Daniel, dass ihr das geschafft habt, dass wir heute diese tolle Veranstaltung hier machen. Und die Gastronomie möchten wir uns auch recht herzlich bedanken. Und danke vielmals euch zwei.
dass ihr das gemacht habt. Daniel, danke vielmals. Sagen, wir beginnen mit dem Jüngsten, Daniel Grabacher, ein junger 15-jähriger Motorsportler, der mit diesem Motorrad heuer österreichischer internationaler KTM Juniormeister geworden ist. Daniel, gratuliere, dein Applaus. Daniel, das dritte Jahr bist du dabei in dem KTM Junior Cup. Erzähl mal, wie ist der gelaufen in der heurigen Saison? Ja, die Saison war ziemlich erfolgreich. Am Anfang habe ich mich schwer getan in die ersten paar Rennen, aber ich habe mich immer steigern können und am Schluss ist es ziemlich gut gegangen. Ja, Daniel, wie viele Rennen hast du gewonnen? Ich glaube, ihr seid 14 Rennen am Weg gewesen. Wie viel hast du gewonnen und wie oft warst du am Podest? Ja, ich habe 5 Rennen gewonnen und 11 Mal war ich am Podest. Das ist ein Applaus wert. Ja. Und da sieht man, das ist sehr, sehr wichtig, dass es den Kini bei uns in Tirol gibt, der was das mit unterstützt, der was ein Mentor ist von dir und der was dich fördert. Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind auch stolz, dass der Heinz und der Hannes Kini da dahinter steht mit dem Projekt 2023. Nächstes Jahr geht es weiter in eine höhere Klasse. Wo geht's hin? Ja, nächstes Jahr werden wir auf Honda umsteigen in den Northern Cup. Ja, ein Offen-Tellen Cup, das heißt wieder in ganz Europa auf Europas Rennstrecken. Wo fahrt ihr denn überall? Also wir fahren in Niederlande, in Deutschland und Tschechien. Österreich? Nein, ist nichts. Leider nicht Österreich, da vertretet er uns. Ja, Daniel, dein Motorrad, eine KTM, 250 Kubikzentimeter, erzähl mal. Ja, die hat 46 PS, die geht eigentlich eh gut und die ist schon ziemlich leicht. Also du freust dich jetzt schon auf etwas Schnelleres, auf etwas mit mehr PS. Ja. Ja, und was wird das für 2024? Da werden wir nachher Honda fahren. Der ist ziemlich gleich eigentlich wie die KTM vom Motor her. So, ja. Ja, es ist eine Fremdmarke für Kini. Es ist nicht eine KTM, es ist keine Gas-Gas, es ist keine Husqvarna. Aber der Hannes und der Heinz unterstützen ihn weiterhin im Cup, den Northern Cup, der was mit Honda gefahren wird. Ich muss sagen, einen Applaus für die Kini-Jungs, weil das ist wichtig, damit wir einen jungen österreichischen Rundstreckensportler haben, der was den Motorsport für die Rundstrecke, für die Jungen, für uns dort bestreitet. Da möchte ich aber jetzt den Heinz ganz kurz zu mir herbitten. Ja, Heinz, zum ersten Mal danke, dass du und der Hannes kommen seid heute. In wenigen Stunden geht es für euch los Richtung Dakar, aber da kommen wir mal später dazu. Jetzt haben wir den Daniel auf der Rundstrecke. Du begleitest ihn jetzt schon das dritte Jahr und nächstes Jahr geht es in eine Fremdmarke. Warum ist das so? Weil das einfach mit dieser Marke gefahren wird, der Cup. Also da haben wir keinen Einfluss drauf. Es ist einfach wirklich super schwierig für einen nicht Spanier, nicht Italiener, nicht Franzosen, die einfach jedes Wochenende sehr starke Rennen haben mit super guter Konkurrenz. Also er hat wirklich einen steinigen Weg vor ihm und deswegen haben wir gesagt, natürlich, wenn wir irgendwo mithelfen können, das unterstützen können, haben wir dabei. Ja, das finden wir super und das ist auch ein Applaus bitte wert, weil ich muss sagen, Heinz, es ist nicht selbstverständlich, wenn man mit einer Fremdmarke überhaupt mit Honda, was jetzt bei der Dakar euer Hauptgegner ist. Muss ich nicht so laut sagen. Also, ich hab's das eh nicht gehört. Es ist wichtig, die Unterstützung. Für den Daniel, du hast ja schon länger ein Auge auf ihm. Wie siehst du für ihn die Zukunft? Leider ist im Straßenrennsport so, dass irgendwann sagen musst, und das ist halt nicht irgendwann, sondern sehr bald, ich gehe nach Spanien runter, fahre da unten die internationale spanische Meisterschaft. Da brauchst mindestens 200.000 bis 300.000 Euro. Und dann hast einfach jedes Wochenende Rennen, die was hochwertig sind, wo Konkurrenz da ist, wie sonst nirgendwo in Europa. Und wenn man den Weg nicht geht, dann muss ich sagen, hat man eigentlich null Chance, dass man da weiterkommt. Ja, es wird ziemlich schwer sein und natürlich das Budget ist auch enorm, hat man jetzt gerade gehört, wenn man vorne in der Spitze mit dabei sein möchte. Ja, und falls es jemand hört, sage ich jetzt ganz laut, er bräuchte eine Unterstützung. Vielleicht ist jemand dabei. Nicht irgendeine Unterstützung, 250.000, also hast du eh einen Hut da, geh einmal eine Runde. Nein, es ist wirklich für
alle, die was eben nicht aus diesen Ländern, wo ich vorher gesagt habe, kommen, für die ist einfach wirklich schwer, weil wenn man da nicht konsequent und eben die Möglichkeit hat, weil wer kann jetzt schon mit 14, 15 Jahren sagen, ich gerne nach Spanien nachher für ein Jahr oder für zwei, drei Jahre vielleicht. Also ganz ein schwieriger Weg, dass man da weiterkommt. Aber wir drücken natürlich alle Daumen und Ansätze hat er wirklich gute Zeug. Mit dem Titel heuer, also da kann man ja schon wirklich einmal einen Sonderapplaus für die. Also das war ganz gewaltig gut. Hat uns alle überrascht. Aber wie gesagt, trotzdem noch ganz ein steiniger Weg, um einmal irgendwo dann in ein Junior-Team in der WM oder so unterzukommen. Ja, das ist also ganz schön noch ein weiter Weg dahin. Ja, Heinz, du bist ja mit dabei in der großen Szene des Motorrad-Rundstreckensports. Ihr seid ja auch sehr, sehr erfolgreich. Und man sieht ja, KTM hat ja auch Möglichkeiten, diese zu unterstützen. Wie schaut es da aus? Der Weg bis zur MotoGP ist natürlich ein sehr weiter. Aber von dem Motorradl in die Moto3 ist die Motorradl ungefähr 3 Sekunden langsamer auf einer Rundstrecke. Also wie Österreichring oder so haben wir probiert. Also das ist jetzt nicht ein ganz großer Unterschied. Ja. Aber wie gesagt, die Dichte in Spanien unten ist einfach so extrem enorm, also enorm groß. Es ist, dass beim KTM Red Bull Rookies Cup, da haben wir jetzt konsequent gesagt, 50% müssen nicht Spanier sein, weil es normalerweise war eigentlich das Feld voll mit Spanier. Aber schauen wir mal, wo es hingeht, wo der Weg hingeht und seine Familie unterstützen, die sitzt da und ich muss sagen, Marion, danke. Und danke auch Charlie und oben die Schwester, die was das ganze Social Media für den Daniel macht. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid und alles Gute und viel Erfolg für die Saison 2024. Danke. Ja, da wünschen wir ihm viel Glück, heute Meisterschaft, Northern Talent Cup. Ja. Und dann haben wir einen, der hat gewonnen, das 24-Stunden-Rennen von Spa. War in der DTM des Öfteren ganz vorne mit dabei und hat die GT World Challenge 2023 gewonnen. Clemens Schmidt, der Pokal ist von ihm, die Meisterschaft auf dem Lamborghini. Bravo! Clemens, eine tolle Saison 2023 von dir. Mit Lamborghini, die GT World Serie, 24 Stunden von Spa, das muss man erst einmal gewinnen, das ist wie Le Mans, das ist wie die Weltmeisterschaft. Ja, also 24 Stunden Spa war natürlich ein brutales Highlight. Ich meine, mittlerweile im GT3-Sport ist 24 mal 1 Stunden Sprintrennen. Man kann sich einfach nicht mehr erlauben, einmal ein bisschen einen Durchhänger zu haben. Und auch von der Strategie her haben wir alles richtig gemacht. Ich meine, in der Nacht beim Safety Car sind wir dreimal wieder durch eine Drive-Thru-Penalty gefahren, durch die Boxengasse, einfach um wieder die Vorzeit zurückzusetzen, weil pro Stint darf man nur 65 Minuten rein theoretisch im Auto sein, außer man fährt durch die Box. Ja, und im Auto hat es so angefühlt, als wenn jetzt der Ingenieur und der Teamchef einen Durchdrehen oder einen Schlaganfall haben, aber es war im Endeffekt die richtige Entscheidung, weil so haben wir schon zur 12-Stunden-Marke die vollen Punkte mitgenommen und am Schluss sind wir halt Gott sei Dank um 30 Sekunden vor den anderen gestanden. Also wenn man das hört, 30 Sekunden bei einem 24-Stunden-Rennen zu siegen, also da ist es wie ein Sprintrennen, jede Stunde wie ein Sprint, also da darf man nicht irgendwo sagen, ja, jetzt fahre ich mal langsame Runde, sondern du bist immer voll gefahren. Ja, also nur die letzten 5 Minuten war dann ein bisschen locker. Natürlich haben wir ein bisschen aufpassen müssen mit den Tracklimits, weil in Spa alle 6 Stunden werden die Tracklimits zurückgesetzt und in Rouge. Mittlerweile geht es mit dem GT3 auch voll, nur wird es halt eng mit dem Tracklimit und dann haben wir schon aufpassen müssen, weil wir waren bei 5, bei 6 gibt es eine Durchfahrtsstrafe und dann wäre es mit dem Sieg schon immer ausgegangen. Ja, so knapp kann es hergehen, ja. Wer den Clemens Schmidt noch nie kennt, der fährt ja seit Jahren auf Lamborghini, ist jetzt in der DTM gewesen heuer. Das hat auch sehr gut ausgeschaut in der DTM. Da hast du auch oft aufgezeigt, warst ganz vorne mit dabei, hast tolle Rennen absolviert, tolle Trainingszeiten. Hin und wieder ist es schief gegangen,
abgeschossen worden von einem Teamkollegen. Also war auch nicht gerade ideal für dich, die DTM heuer. Ja, ich meine, nach dem Lausitzring, das war ein bisschen unglücklich, wenn man auf 3 und 4 liegt und innerhalb von Markenkollegen gibt es einen Unfall. War am Montag dann ein sehr interessantes Gespräch beim Lamborghini Motorsportchef. War nicht unbedingt das Erfreulichste, ja, aber im Großen und Ganzen war es ganz okay. Man muss einfach sagen, SSR oder Mantai haben halt Budgets von 3 Millionen pro Auto und Lamborghini hat nicht die Unterstützung, dass sie jedes Auto mit so viel Geld ausstatten haben können. Und dann hat es einfach immer wieder Unterschiede gegeben, weil einfach nicht bei jedem Rennen neue Teile waren. Und das hat eigentlich nur SSR und Mantai zustande gebracht. Ja, Clemens, jetzt hast du diesen wunderschönen Pokal heute mitgebracht. GT World Serie Challenge Sieger zu sein, ist ja auch nicht ohne. Ich glaube, dein größter Erfolg. Ja, also war eine super Saison. Ein bisschen schlecht gestartet in Monza, da sind wir abgeschossen worden. Aber von dort weg immer am Podium, Erster oder Zweiter. Und ja, war echt eine super Mannschaftsleistung von allen. Und in Barcelona haben wir ein bisschen gezittert wegen den Reifen. Da ist der Lamborghini sehr anfällig auf Reifenschäden, aber es ist sich gut ausgegangen und ja, war eine mega Saison. Nächstes Jahr, 2024, steht an. Gibt es da schon irgendetwas Neues bei dir? Ja, es wird ein Engländer und kein Lamborghini mehr. Es wird ein Engländer. Jetzt können wir rätseln, was könnte es sein? Jaguar gibt es keinen. Lotus gibt es keinen. Eventuell ein Aston Martin. Ein Bentley, bist du schon mal gefahren, Bentley, was ich weiß? Ja. Gibt es ein Bentley? Gibt es auch, ja. Ah, gibt es auch. Und dann gibt es noch McLaren. Ja, du hast mehrere aufgezählt. Da lassen wir uns überraschen. Er kann es leider nicht sagen. Wir sind gespannt, es wird spannend. Und wir freuen uns auf die Saison 2024. Clemens, wo geht's hin? In der DTM? In der WEC oder wo schaltest du? Also DTM ist fix, zweites Programm weiß man noch nicht. In der WEC hängt es ja jetzt auch davon ab, was der Amateurfahrer möchte. Im GT3 muss ja ein Bronze, ein Silber und ein Goldfahrer am Auto sitzen. Und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Wir wünschen ihm alles Gute, eine tolle Saison 2024. Danke, dass du heute bei uns da bist im Autohaus Strasser. Und es freut uns, dass du auch Kunde bist hier. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Danke, dein Applaus, Clemens Schmidt. Ja, wir haben einen Le Mans-Sieger hier, auch einen 24-Stunden-Sieger. Letztes Jahr, 2022, hat er die LMP Pro-M-Wertung gewonnen in Le Mans. René Binder.